Ja, sie? Ich hatte einen Traum heute Nacht von einer besseren DDR, von einem Land, in dem jeder gleich und frei leben kann, von einem Sozialismus, der nicht von Mauern und Panzern, sondern von Solidarität und Vertrauen umgeben ist. Ich glaube mir kein Wort. Heute kann ich über manche Dinge lachen, die zu DDR-Zeiten ernst waren. Die Truppe von alten Männern, die unser Land regiert haben. Wir waren immer auf der Hut. Vor Honecker, der aussah wie ein netter Opi, und vor seiner Margot, die ihm die Befehle diktiert hat. Vor Mirke und seiner Stasi. Und später war da Krenz, der um jeden Preis Honeckers Nachfolger werden wollte. Und es gab auch das schöne Leben mit dir, Papa, meinem Bühnenheld. Und Mama, solange sie noch bei uns war. Doch als sie gegen die Ausweisung von Wolf Biermann protestiert hat, wegen seinem verbotenen Konzert im Westen, haben sie sie ausreisen lassen. Und weil du nicht mitgehen wolltest, musste ich mit dir hierbleiben. Du hast weiter gespielt und ich habe weiter fleißig für den Aufbruch trainiert. Als im Herbst 89 Menschen für Rede- und Reisefreiheit auf die Straße gingen und mit Schlagstöcken zurückgetrieben wurden, bist du, Papa, weiter jeden Tag ins Theater gegangen, als sei nichts passiert. Bis zu jenem 9. Oktober, von dem außer uns niemand weiß, was an dem verrückten Tag wirklich passiert ist. Ich selber stand an diesem Morgen vor der größten Entscheidung meines Lebens. Mutti. Bist du noch unsere Klassenreise?